Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Und zwar, wir werden heute, beziehungsweise ich habe für euch eine neue Fahrzeugvorstellung. Und zwar handelt es sich hier um den BY DZ. Ich fange nochmal an. Es handelt sich um den BY BDZF 482 zusammen mit der Baureihe 218 in Orientrot zu erwerben bei Virtual Railroads. Seit kurzem erhältlich und ich werde heute mit euch zusammen dieses Fahrzeugpaket testen und euch vorstellen. Ich habe mir jetzt einfach mal ein schnelles Spiel rausgesucht, weil wir hier einfach keinen Zeitdruck haben. Ich würde sagen, ich öffne mal die Türen und rüste mal das Fahrzeug auf. Das heißt, Sie werden hier als erstes mal die Batterie einschalten. So, Batterie ein. Dann Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Dann werden wir, das brauchen wir nicht, Instrumentenbeleuchtung, Führerraumbeleuchtung. Ja, gut, dann machen wir das. Dann starten wir hier mal die Motoren, würde ich sagen. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Ah, jetzt. Da hört man's. Das schauen wir uns natürlich an. Wunderbar, 218 läuft. So, dann werden wir uns weiter ums Aufrüsten kümmern, würde ich sagen. Das heißt, Fahrtrichtungswender nach vorne. Nee, das wollte ich doch gar nicht. So. Braucht man nicht. Aber ich wollte doch auf jeden Fall noch. Heizung geht auch, wunderbar. So, Spitzenlicht wollte ich auf jeden Fall noch. Zack. Es müsste soweit. Nein, da müssen wir noch. Dann machen wir es anders. Jetzt müsste es passen. Wunderbar. Genau. So, dann wollte ich auf jeden Fall noch ja den Zugzielanzeiger ändern. Das geht. Scheint. Ah, es funktioniert. Kaffeepause. Ist ja lebwitzig. Ah, geil. Sonderfahrt.
Ja, wir sind ja heute auf dem Weg nach Freilassing. Schauen wir mal, ob wir das da eingestellt kriegen. Bei Berg, wir brauchen nur Freilassing. Bei Berg ist in Sachsen. Nee, schade, dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Machen wir daraus. Machen wir daraus einfach einen Regionalexpress. Oder Regionalbahn. So, dann würde ich sagen, wir hier nicht noch weiter rumstehen oder länger rumstehen. Fahren wir einfach mal eine Runde ab. So, auf geht's. So, muss ich das jetzt verstehen? Scheibenwischer. Gut, die funktionieren auch. Ah, wer sagt's denn? Geht los, wunderbar. Wunderbar, der Sound. Wunderbar. So, mal ein bisschen abschalten hier. Der war zu schnell. So, 60. Wie gesagt, das Fahrzeugpaket gibt es seit kurzem bei Virtual Railroads zu kaufen für 24,95 €. Ich muss ehrlich sagen, es hört sich wunderbar an. Also diese Weichengeräusche, perfekt. Können Sie auch mal so ein bisschen den Innenraum hier ansehen, beziehungsweise die Passagieransicht. Wunderschön. Schaut euch die Sitze an. Traumhaft. Wollen wir mal anhalten hier? So, und gucken uns das Ganze mal von draußen an.
So, Türen sind geschlossen. Dann würde ich sagen, auf geht's. So, und ich würde auch sagen, wir fahren bis Freilassing durch. Das ist hier jetzt auch nicht so weit. Bin jetzt aber nicht jeden Bahnhof anhalten hier. Wunderschön. Wunderschön. Übrigens, ich habe noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Und unter den ersten drei, die in meinen Kommentaren die richtige Lösung nennen, verlose ich. Ausgelost oder ausgegeben ist dieses Gewinnspiel von Virtual Railroads. Und zwar, welche Fahrzeuge sind in diesem Fahrzeugpaket mit enthalten? Also wer mir zuerst sagen kann, also wer der Schnellste ist, der mir sagt, welche Fahrzeuge alle in diesem Fahrzeugpaket enthalten sind, gewinnt das Fahrzeugpaket. Völlig gratis. Wie gesagt, unter den ersten drei Kommentaren, richtigen Kommentaren wohlgemerkt, verlose ich, werde ich den Gewinner ziehen und der kann sich dann über ein kostenloses Fahrzeugpaket von Virtual Railroads freuen. Und zwar über genau dieses Fahrzeugpaket. Kostenlos von Virtual Railroads. Also, schaut euch mein Video an. Schaut es euch ganz an. Und unter den ersten dreien verlose ich. Ich wünsche euch viel, viel Glück und viele Grüße auch von Virtual Railroads. So, wir nähern uns unserem Ziel. Freilassing Plattform 2. So, wir haben unser Zielort erreicht. Freilassing. Wir können uns hier noch ein wenig die Wagen ansehen.
sehr schönes Design. Wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein wunderschönes Fahrzeugpaket. Auch der Steuerwagen lässt sich sehr gut handhaben, lässt sich sehr gut fahren. Zusammen mit der orientroten Baureihe 218 von Virtual Railroads. Ein sehr gelungenes Fahrzeugpaket. Mein allergrößten Respekt dafür. Denkt an mein Gewinnspiel. Unter den ersten drei Kommentaren verlose ich ausgelost das Ganze von Virtual Railroads. Also ich stelle nochmal die Frage, welche Fahrzeuge sind in diesem Fahrzeugpaket alle enthalten? Schreibt es in die Kommentare, wie gesagt, die ersten drei schnellsten, unter denen wird's ausgemacht. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt noch ein wenig kramen. Vielleicht finde ich noch ein hübsches Szenario mit diesem Fahrzeugpaket. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Habt einen schönen Sonntag. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Bye bye. Euer der Danny Spieters.